Stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten einen nagelneuen Seat Tarraco für 229 Euro Ihr eigen nennen im Monat. 229 Euro ohne Anzahlung, ohne Restzahlung. Das Auto könnten Sie 3 Jahre lang fahren, sogar für 212 Euro, glaube ich, roundabout. Oder 2 Jahre für 229 Euro, also für 2 Jahre 229 Euro hinlegen und müssten nicht mehr bezahlen und hätten ein Auto mit einem Neupreis deutlich über 30.000 Euro. Ja, das klingt fast unmöglich, aber der Michael Scheer hat es möglich gemacht. Ja, was ist das für ein Auto? Das ist der neue Seat Tarraco, Sven. Der ist nagelneu, also kein Auslaufmodell, der kam gerade erst. Das Auto gibt es erst seit Februar und jetzt in unserem Aktionsleasing drin. Genau, die Front, also es handelt sich um das Modell Style. Das hier ist jetzt ein anderes Modell, aber die Front ist identisch, das Heck ist identisch, es ist vieles identisch. Wir haben es hier vorne mal abgebildet, wir zeigen es mal gerade auf dem Prospekt. Wir kriegen auch nächste Woche einen Style rein, muss man dazu sagen. Der hat schon richtig viel Ausstattung, das werden wir gleich mal kurz erzählen. Der hat schon richtig, richtig viel drin. Wir haben jetzt noch nicht viele da, weil das Auto gibt es erst seit Februar. Ja, so sieht's aus. Also das ist der Ausstattungsvariante Style, sieht so aus. Ist eigentlich kein Unterschied gegenüber dem hier, also eigentlich gar keiner. Ich sehe im Moment keinen von außen. Es gibt kleinere Leichtmetallfelgen und hier fehlen hier Chromapplikationen. Ansonsten ist das genau dieses Fahrzeug. Genau, also ich gehe mal kurz durch, was alles mit drin ist. Und es sind 4 Leichtmetallräder da Dynamic drin, 7J mal 17 Zoll, 215/65 Bereifung, 8 Lautsprecher mit drin, Audiosystem mit dem riesen Farbdisplay, 8 Zoll. Genau, 8 Zoll mit USB, Freisprecheinrichtung, AUX-In, alles dabei. Einparkhilfe hinten, die Fensterheber vorn, elektrisch, es ist eine Geschwindigkeitsregelanlage, also ein Tempomat mit drin, eine Klimaanlage natürlich, eine Müdigkeitserkennung, Spurhalteassistent. Der hat auch schon Spurhalteassistent drin und das größte Highlight bei dem Auto ist das virtuelle Cockpit, was er immer schon serienmäßig dabei hat und natürlich die Voll-LED-Scheinwerfer. Ja, die sind auch mit drin. Das bedeutet also, ich habe auch ein Tagfahrlicht, wo ich schon auf der Autobahn signalisiere, hier komme ich. Tagfahrlicht ist immer dabei und auch die Heckleuchten sind dynamische Blinker. Das werden wir uns gleich mal angucken. Dynamisch bedeutet, das ist die, im Prinzip wie man beim Audi kennt, diese von links nach rechts oder rechts nach links gehen. Genau die sind das, ja. Das ist mit drin. Und was eine ganz starke Sache ist, ist das Thema auch Verbrauch, denn er hat einen Turbomotor mit drin mit 1,5 Litern und 150 PS. Das Ganze ist ein 6-Gang-Schaltgetriebe mit dabei. Der durchschnittliche Verbrauch kombiniert sind, ich guck mal kurz, 6,3 Liter und innerorts sind 7,9 und außerorts 5,4 Liter und hat eine CO2-Effizienz von C. So sieht's aus, ja. Das Auto tankt mit E10, also ich brauche kein, ich sag mal Super Plus, ganz normales E10? Nee, ganz normales E10 reicht. Ja, Turbo bedeutet, ich kann den auch mal treten, dann steigt der Verbrauch auch nicht wesentlich. Der geht dann natürlich schon ein bisschen höher. Wir haben hier ein sehr großes SUV, das um die 1600 Kilo wiegt, je nach Ausstattung, aber auch mit dem 150 PS Motor unter 10 Sekunden von 0 auf 100. Also sehr, sehr sportlich, sehr dynamisch. Durch die Turboaufladung kriegt der richtig Bums, oder? Der kriegt dann schon richtig gut Bums für 150 PS. Ja, so sieht's aus. Der Motor ist sehr bekannt. Also ich kenne ihn aus einem anderen Auto, aus dem Volkswagen-Konzern, das ein bisschen leichter ist. Also ist ein Kombi und er geht so gut und es ist vom Verbrauch her, man wundert sich anschließend, wie weit man kommt mit einer Tankfüllung. Ja, das ist also beim Benziner kennt man ja nur großes Auto, 12 Liter, alles von vorgestern. Das ist schon von vorgestern, seit Jahren. Der Motor hier, der 1,5er mit 150 PS, der wird jetzt schon seit Jahren im ganzen Konzern bei Audi, bei Skoda, bei uns überall verbaut. Ja, zeig mal kurz das Angebot nochmal. Also 229 Euro, 10.000 Kilometer im Jahr. Ich kann auch mehr fahren, dann steigt es minimal an. Welche Farbe ist dabei? Die Farbe ist ein Urano-Grau und wie wir das von unserem Leasing können, die Kunden können die Farbe individuell wählen. Das ist dann für eine Metallic-Lackierung etwa 2 Euro mehr. Ja, das Weiß kostet, glaube ich, auch 1-2 Euro mehr im Monat. Also statt 2,29, 2,30 kann ich die Farbe frei wählen. Bei dem Angebot ist jetzt Urano-Grau dabei. Sieht sehr schick aus, muss man dazu sagen. Man kann sich aber die Farbe frei wählen. Mach mal hinten auf den Kofferraum, denn das ist ein ausgewachsener SUV.
Da kann ich mir sogar noch mehr Sitze mit dazu bestellen. Wie viele Sitze sind dabei bei dem Angebot? Bei dem Angebot, das ist ein 5-Sitzer. Ich kann mir das Ganze aber auch wieder als 7-Sitzer zusammenstellen, weil ich das Auto frei konfigurieren kann. Genau, wenn ich 7-Sitzer habe, kann ich die ganz bequem einfach umklappen. Zeig mir das mal gerade. Dann habe ich einen ebenen Kofferraum. Das heißt, wenn ich die Kids ab und zu mal mitnehmen muss, mache ich die einfach hin und die verschwinden komplett. Das heißt also so, als wäre nichts gewesen. Und wenn dann die Fußballmam kommt und muss noch zwei Kinder mitnehmen, dann zieht sie einfach an dem Hebel, mach nochmal. Und dann auf einmal, wie von Geisterhand, kommt ein Sitz heraus. Ja. Der Sitz ist, ich sag mal, bis zu einer Höhe von, ich glaube, 1,60 Meter. 1,60 Meter, darf man ganz hinten sitzen. Genau. So, das ist also für die meisten Kids, die denn da sitzen, gar kein Problem. Es ist praktisch dann ein 5+2, kann man das sagen? Genauso kann man das sagen. Ja, das ist aber ein vollwertiger Sitz mit richtigen Dreipunktgurten, mit allem drum und dran. Das heißt, der ist einfach hier integriert, ja. Wenn ich das will. Wenn man das will, auch Erwachsene können natürlich hier sitzen, ist natürlich vom Platzangebot dann wieder was anderes, aber erlaubt ist das schon. So, dann machen wir hinten mal auf, bitte, dass wir das mal sehen. Also das Platzangebot bei dem Fahrzeug, wir haben ein Video gedreht, da ist eine ganze Fußballmannschaft eingestiegen. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Direkt hinterher. Jawohl. Und ist drin. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. 7. Macht langsam. 8. 9. 10. Und Nummer 11. So sieht's aus. Ja, Polster und so weiter ist das Style-Modell. Wir können uns gleich mal auf dem Prospekt mal das mal kurz angucken. Ist das auch dabei mit diesen Trays hier hinten, mit diesen Ablagen? Nee, das ist hier im X-Lens nochmal extra. Beim Style ist das jetzt nicht an Bord. Kann das aber wieder mit dazu bestellen. Wenn man das will. Also das ist so. Das große Display, wie es jetzt da drin ist, ist auch mit drin? Das 8 Zoll Display? Ja, und das da ist das 8 Zoll Display. Das ist das 8 Zoll Display. Der hat jetzt noch als extra ein Navi, aber das Display ist von der Größe komplett gleich. Jetzt muss man fairerweise sagen, die meisten navigieren ja mittlerweile über Google Maps. Also, weil ich kann das Handy komplett praktisch mit dem Gerät verbinden. Ich kann dann WhatsApp, Spotify, Amazon Music und Google Maps kann ich dann darüber steuern. Übers Handy, das heißt, ich stecke es einfach rein. Und das Handy spiegelt sich dann hier auf dem Display, wenn man das mitbestellt. Genau, also ich muss gar kein Navi haben, das geht dann übers Handy, wenn ich das will. Das viele Kunden nutzen jetzt schon immer dieses Full Link, weil Google Maps natürlich immer auch sehr, sehr schnell ist und sehr, sehr aktuell. Also nichts gegen das tolle Navi von Seat, sage ich jetzt mal. Ja gut, es kommt aus dem Volkswagen-Konzern. Also die ich sag mal, Technik da drin, da steht sogar innen drin überall Volkswagen, gell? Ja, der Tarraco, der basiert auf dem Tiguan Allspace. Bei uns bleibt es eben nicht aus, dass mal irgendwo im Motorraum oder sonst natürlich irgendwo ganz klein das VW-Logo aufblinkt. Wie schlimm, sage ich jetzt mal. Es ist nicht verborgen, aber es ist im Prinzip aus dem Volkswagen-Konzern. Der hier ist jetzt vierradgetrieben. Das Angebot vom Style ist frontgetrieben. Ein Frontantriebler, ein Schaltgetriebe. Ein Schaltgetriebe. So, jetzt haben wir hier. Also, es handelt sich um das Modell Style. So sieht er aus. Und das ist das Modell, 229 Euro bei 2 Jahren und 212 Euro bei 3 Jahren. Keine Anzahlung, keine Restzahlung. Und das ist das Interieur. Da sieht man auch das Display nochmal mit dabei, mit allem drum und dran. Ihr kriegt so ein Auto jetzt demnächst, gell? Wir kriegen so ein Auto demnächst, dass wir das wieder zeigen können. Und hier in dem Style sind immer schon ein bisschen dunklere Sitze drin. Ja. Aber Lederlenkrad mit Multifunktion, 17 Zoll Alus, auch alles schon immer im Style dabei. Full Link, was heißt das? Full Link, das ist dieses Mirror Link, dass ich das Auto koppeln kann mit meinem Handy und dann Google Maps das eben steuern kann, ganz genau. Okay, das heißt, ich kann das also komplett steuern. Ja, tolles Auto. Jetzt ist das Hauptthema natürlich so, jetzt kaufe ich so ein Auto und ich mache Leasing und ich habe so ganz normale Gebrauchsspuren. Da hat Seat ein Heftchen mit dabei, das kannst du mir uns gerade mal zeigen, bitte. Da sind genau definiert, denn so kleine Sachen, die beim ganz normalen Gebrauch passieren, eben Parkrempler oder mal irgendwas, das ist alles mit drin. Und da gibt es ein Heft, da ist zum Beispiel drin, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Wir zeigen mal ganz kurz, zum Beispiel sind kleine Kratzer an der Felge kein Thema. Klare Linien von Anfang an, also hier sieht man immer jetzt rechts sind die nicht akzeptierten Gebrauchsspuren, was dann berechnet wird. Also wenn ich mal so richtig gegen Bordschein gefahren bin, da ist was ab. Dann wird das berechnet, muss man natürlich schon fairerweise sagen. Allerdings muss man da nicht die ganze Felge neu bezahlen, sondern das Auto ist ja schon gebraucht. Ja, also kriege ich dann auch immer am Abzug, weil es ja keine krachneue Felge dann sein muss. Ja, so Steinschläge unter 2 mm, die sieht man hier, die mal passieren können. Dann Parkrempler an der Seite, wenn da ein bisschen Lack ab ist oder wenn ich mit den Fingernägeln in zum Beispiel hier da reingehe in den Griff.
Das bleibt nicht aus bei einem Auto. Das wird ja auch genutzt, auch hier, wenn man irgendwo jetzt in der Garage irgendwo drankommt, hier an der Seite diese leichten Lackschäden an der Türkante sind auch normale Gebrauchsspuren. Normale Gebrauchsspuren. Was nicht, ich sag mal, keine normalen Gebrauchsspuren sind tiefe Kratzer oder sowas. Also sieht man es bei der Karosserie, sieht man also Dellen unter 20 mm, ja. Die sind akzeptabel. Und ich sag mal, eine einzelne Delle ist kein Problem, aber wenn ich natürlich eine riesen, also jetzt mal drei Dellen oder ich habe hinten eine ganze, ich sag mal, Stoßstange kaputt, darüber muss man dann reden. Darüber müssen wir dann reden. Da gibt es aber auch wieder ganz genaue Richtlinien. Zum Beispiel steht hier schon drin, wie tief die Dellen sein dürfen und maximal zwei Dellen pro Bauteil. Das ist aber auch nur wichtig wieder, wenn der Kunde das Auto abgibt nach zwei Jahren. Man muss sagen, das Auto wird hier abgegeben. Und ihr könnt euch das angucken, ihr macht auch die Bewertung ich meine, euch gibt es jetzt seit mehreren Jahrzehnten, ihr habt Interesse, die Kunden zu behalten. Also es geht nicht darum, da jetzt einen zu zwingen und ihr macht auch viel Smart Repair. Man kann unglaublich viel über Smart Repair machen. Man kann heute ganz vieles machen. Also wenn jetzt irgendein Kratzer in der Stoßstange ist, brauche ich nicht die ganze Stoßstange zu lackieren. Je nachdem eben, wo der Kratzer ist, kann ich dann Smart Repair machen, dass das eben für kleines Geld abgewickelt wird. Ja, in dem Fahrzeug ist auch, was vielen Leuten ganz wichtig ist, ein Spurhalteassistent mit dabei. Was ist das? Der Spurhalteassistent, der regelt ganz von alleine. Also ich brauche eben zwei Fahrbahnbegrenzungen auf der Autobahn, rechts eine Linie, den Mittelstreifen und dann hält er mich aktiv in der Spur. Mach mal gerade die Tür auf, bitte. Dann zeigen wir das mal gerade. Das ist mit drin. Er hat sogar, was total klasse ist, er hat einen Bremsassistenten mit dabei. Das kenne ich nur aus dem Audi, den ich habe. Der wirklich einen vorab warnt und dann noch bremst. Ja. Bis 30 km/h hat er den Front Assist. Das Auto bremst vollautomatisch für Fußgänger, Radfahrer und andere Fahrzeuge, wenn der Fahrer nicht reagiert. Ja, und das passiert. Es passiert, muss man dazu sagen. Die Autos werden immer sicherer und das ist natürlich aktiver. Keiner möchte einen Fußgänger umnieten, sage ich jetzt mal. Bloß baller mal kurz ab. Ja, jetzt mal ernsthaft, ja, du wirst ja deines Lebens nicht mehr froh. Nee, das auf gar keinen Fall. Also das ist natürlich das Allerschlimmste. Und was wir hier auch tagtäglich haben, sind eben jetzt so die kleineren Unfallschäden, wo ich dann eben mal kurz an der Ampel nicht aufpasse, dass jemand doch noch vorher bremst und nicht weiterfährt, dem ich dann hinten drauf fahre auf Unachtsamkeit. Mhm. Und genau das verhindert dieses System. Es bremst auch bei Autos. Für Autos auch, ja. Für Autos auch. Also nicht immer Fußgänger und Radfahrer, nee. Sondern ich bin zum Beispiel an der Ampel, bin mal kurz, dann bremst der scharf vorne, dann bremst ja. Der auf einmal, also es ist mir schon passiert, auf einmal bremst er. Und das passiert auch in Situationen, wo man mal kurz abgelenkt ist. Genau dafür ist es gemacht. Natürlich, wir haben gerade darüber gesprochen, dieses Full Link, ich kann natürlich das Handy alles über das Display steuern. Nur wenn ich auch mal den Sender wechseln möchte und mache das nicht über Sprachsteuerung, sondern mit den Fingern, dann gucke ich mal nicht immer auf die Straße. Und genau für solche Fälle ist das Ganze gemacht. Wir reden jetzt nicht von WhatsApp und so. Das darf man eh nicht benutzen während der Fahrt. Nein, ja, ich habe auch gehört, das macht auch niemand. Aber nee. Ich sag mal, vielleicht wurde es auch deswegen entwickelt, weil es vielleicht Leute doch machen. Also es ist so. Ich kann von innen kann ich die geteilte Rücksitzbank einfach umlegen. Zeig mal bitte. Ja. Die ist jetzt dort, ist das auch zwei Drittel, ein Drittel? Das ist auch geteilt umlegbar, auch im Style für die 229. Ja, okay. So, der Kofferraum ist da denn ein bisschen anders beim Fünftürer, ein bisschen mehr Platz? Der ist ein bisschen tiefer, also wir haben hier dann eben keine Ladekante. Wenn ich den Fünftürer habe, habe ich hier ein bisschen Versatz, es geht ein bisschen runter und habe dann ein größeres Kofferraumvolumen. Den Fünfsitzer, meinst du? Den Fünfsitzer, ja. So, der, kein Thema. So, bitte mal hinten einsteigen, das wollen wir mal sehen. Du bist ein großer Mann. 1,90 Meter fast. 1,87 Meter, ja. 1,87 Meter. Und hier sieht man also hinten, wir haben jetzt nichts verstellt vorne. Also es ist jetzt, ich zeige mal gerade, wie viel Platz vorne ist, damit man das mal sieht. Also der Sitz ist fast komplett zurück. Ja, der ist sogar komplett zurück. Der ist sogar komplett zurück. Und trotzdem hast du hier noch, kommst du noch rein, ist jetzt ein bisschen eng, wir würden dann einen Ticken vorfahren. Also wenn jetzt hier einer vorne sitzt von 1,95, dann kann es natürlich ja auch ein bisschen gemütlicher werden. Ja. Mach mal gerade hinten Kopf. So, da ist noch Platz. Du bist jetzt echt ein großer Kerl, muss ich sagen. Also der, das ist schon, aber das ist auch kein Thema. Das heißt, auch große Leute haben hinten Platz. So sieht's aus. Und vorne, so jetzt nehmen wir mal den gleichen Sitz mit der gleichen Einstellung. Da kannst du jetzt Fußball spielen drin. Ja, also das, da kann ich mich schon hinlegen und ein Nickerchen machen, ja. So, und da hast du jetzt vorne, mach mal gerade nach oben. Müssen wir sehen. Also auch wieder mehr als genug.
Da ist noch kein Panoramadach mit drin in dem Angebot, gell? In dem Angebot nicht. Sollte das ein Kunde wünschen. Ich glaube, für 6 Euro im Monat ist sogar das Panoramaglas-Schiebedach. Wenn man es will. Also das ist, das Auto hat unglaublich viele Extras. Wir gehen nochmal kurz drauf ein. Ich habe es eben nochmal gerade gezeigt. Also im Style ist schon mit drin. Die 4 Leichtmetallräder, ein tolles Soundsystem, das 8 Zoll Farbtouch-Display ist mit drin. Das ist also hier nochmal hier gezeigt. Genau. Ich kann mein Handy koppeln damit. Ich habe eine Dachreling in Schwarz. Die Dachreling ist also, ich sag mal, wichtig, wenn ich zum Beispiel was machen will. Wenn man eine Dachbox braucht und damit in Urlaub fährt. Wir haben ja sogar für Kunden von uns, gibt es sogar kostenfrei eine Dachbox dazu, wenn sie verfügbar ist. Okay, das heißt, die habt ihr hier. Es gibt Emergency Call, das ist E-Call, das ist mittlerweile, glaube ich, Standard, oder? Das ist jetzt für krachneue Fahrzeuge, die ganz neu entwickelt wurden, ist das Vorschrift. Und weil der Tarraco eine ganze Neuentwicklung ist, ein krachneues Auto, ja, hat er jetzt diesen Assistent immer schon drin. Das bedeutet, ich habe einen Crash und so weiter, der ruft automatisch Hilfe, übermittelt die Position und baut automatisch dann die Verbindung auf. Wenn ich mich nicht melde, kommt der Notarzt. So ist es, der hat auch einen Überschlagsensor, sollte sich das Auto überschlagen, sollte es einen Unfall geben, wird automatisch der Notruf aktiviert. Und dann passiert genau das, wie du es schon richtig gesagt hast. So, jetzt hoffe ich, du hast einen Schlüssel. Nee, hast du nicht, oder? Doch, hab ich. Ja. Hast du. Steig mal ein, mach mal die Blinker an. Lass mal das mal zeigen. Denn ich sag mal, es sind nur so Kleinigkeiten. Mach mal gerade mal zu. Er hat nämlich das dynamische Blinksystem mit drin. Es sind nur Kleinigkeiten, aber dann brauchen wir es nicht extra über irgendeine Software freischalten. Und Full LED, das sind die Blinker. Und ich gehe mal kurz nach vorne, Michael. Und dann zeigen wir mal gerade hier, das ist das Tagfahrlicht. So sieht's aus. Und auch die Blinker vorne wechseln sogar im Tagfahrlicht komplett auf Orange. Also ein unglaublich schickes und tolles Bild, ja. Michael Scheer vom Autohaus Cyrul in Saarlouis. Ja, wir haben jetzt schon hunderte Autos verkauft dieses Jahr, muss man sagen. Es geht richtig ab. Auch ein bisschen dank unserer Videos, muss man sagen. Muss man sagen, ja. Also wir haben jetzt durch die Videos über 100 Fahrzeuge verkauft, weil wir genau solche Aktionen hatten mit dem Ibiza, mit dem Mii, mit dem Leon. Und jetzt kommt unser größtes Auto auch noch dazu. So, ich wiederhole es, ich kann es gar nicht fassen. 229 Euro. Da ist die Mehrwertsteuer natürlich mit drin. Das Auto ist im Moment nur verfügbar für Privatkunden, muss man dazu sagen. Aktuell nur für Privatkunden. Wir hoffen, wir können das Angebot auch öffnen für Geschäftskunden. Aktuell nur für Privatkunden 229 Euro, zuzüglich Überführungskosten einmalig von 990. Gut, die werden aber erst fällig, wenn das Auto kommt. Erst wenn das Auto kommt, werden die fällig. Die Lieferzeit sind um die 3 bis 5 Monate. Ja. Und die Überführungskosten kann ich aber auch mit in die Leasingrate mit aufnehmen. Wenn ich das will. Ja. Wenn ich das will, aber dann kann ich das auch monatlich zahlen. Ich habe jetzt einen Gebrauchtwagen, egal welcher Zustand, kann ich euch geben. Selbstverständlich, sehr gerne. Ich bitte darum. Ja, also egal was für ein Auto, ob das jetzt eine Gurke ist, die einen Motorschaden hat, spielt gar keine Rolle. Einfach mal vorbeikommen, wenn er noch fährt, ja, und vielleicht noch TÜV hat, ja. Vorführen, auch wenn es ein tolles Auto ist, spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Gestern war zum Beispiel wieder ein Porsche da für die Rückgabe. Wir haben aber auch Fahrzeuge, die zurückgegeben werden ohne TÜV. Also das kommt auch vor. Kommt auch vor. Egal, also ihr habt dafür Verwerter, spielt keine Rolle was, ihr nehmt die in Zahlung. Wir nehmen die immer in Zahlung. So ist es. Ja, ich gehe noch einmal kurz drum rum. 229 Euro, ja, für einen. Als du zu mir kamst, hast du gesagt, die haben da was gemacht, ich verstehe es nicht. Das ist ein guter Preis, ja? Das ist ein unfassbarer Preis. Für ein Auto, das 30.000 Euro kostet, krachneu am Markt ist, ist das eine unfassbar geile Rate. So, kein Trick, nichts, keine Anzahlung, keine Rückzahlung. Und keine Tricks und der Kunde entscheidet wieder nach 2 Jahren, was passiert. Alles oder nach 3 Jahren. Also jetzt kommt es ja noch besser. Ja. Wenn ich ihn für 3 Jahre lease, zahle ich statt 229 nur 212. Ja, dann zahle ich nur 212 Euro. Man kann ihn sogar nur 1 Jahr leasen, wenn man das möchte hier. Dann geht die Rate, ich glaube, auf 280, 290 Euro hoch. Ja, okay. Das heißt, die meisten machen 2 Jahre, aber viele machen auch 3 Jahre, weil so ein Auto. Wie ist die Garantiefrist? Ja, die Garantiezeit. Die Garantie ist 2 Jahre. Wir haben mehrere Kunden, die jetzt schon beim Leon Ibiza, die das Ganze dann doch 3 Jahre gefahren sind. Dann können wir noch die Garantie für ein weiteres Jahr auch mit aufnehmen. Die Werksgarantie. Die Werksgarantie. Die Original. Die originale 100%ige Werksgarantie. Ja, da ist es so. Wenn ich dieses Angebot haben möchte, sollte man sich beeilen. Ihr habt das hart gerechnet, muss man sagen. Am besten mal informieren. Man kann vorbeikommen, Probefahrt machen. Vorbeikommen, Probefahren, Auto anfassen. Wir haben auch einen Schausonntag, wo man sich das Auto hier anschauen kann. Also definitiv
auf jeden Fall mal Probe fahren. Ja, das Beste ist kurz vorher anrufen, wenn möglich, denn ihr müsst das Auto bereitstellen. Das letzte Mal hatten wir ein bisschen Probefahrprobleme, weil da kamen dann 10 Leute auf einmal. Manchmal ist es tatsächlich so, es hält gefühlt ein Bus. Und ab 5 Uhr kommen zu uns 10 Kunden. Wir sind natürlich sehr froh. Vorher niemand. Vorher dann eben viel weniger Kunden und dann kommen die alle auf einen Schlag. Also, dass wir ein bisschen planen können, ist eine Terminvereinbarung immer sehr gut. Super, so ist es. Ja, Michael Scheer, Auto aus Tirol. Wo findet man euch genau? Uns findet man in der Fasanallee 48 in Saarlouis. Und wir haben auch noch einen Servicebetrieb in Saarwellingen. Ja, Saarlouis liegt zwischen Luxemburg und Saarbrücken, sehr gut an der Autobahn, habt mehrere Autobahnen sogar, die euch erreichen. Ihr habt sogar Kunden mittlerweile aus der Pfalz, also die kommen aus Trier, von überall. Ja. Also wir haben jetzt aufgrund unserer Videos auch wieder Cupras verkauft nach Berlin und nochmal irgendwo weiter weg. Also deutschlandweit haben wir jetzt Kunden. Und ihr liebt Seat, ihr seid nämlich was ganz Besonderes geworden, das zeige ich nochmal ganz zum Schluss, 20 Minuten, komm, wir haben noch eine Minute. Denn ihr habt als einziger Seat-Händler in Deutschland einen Preis bekommen, und zwar nicht erst vor 5 Jahren, sondern ihr habt tatsächlich 2018, letztes Jahr, den Top-Dealer-Award bekommen in der Kategorie Sales, den gab es genau einmal. Den gibt es ganz neu, diesen Preis, den gibt es auch das erste Mal und nur einmal, und wir sind Top Dealer Award 2018, Top Dealer im Bereich Sales. Es gibt keinen besseren laut Seat. Ja, in ganz Deutschland nicht. In ganz Deutschland. Also nicht einer jetzt nur für Saarland. Nee, das ist auch kein Fake, es kommt auch nicht auf die Größe an, sondern hier von allen Seat-Händlern deutschlandweit. Ja, genau, das hat der Geschäftsführer auch unterschrieben. Und ihr habt wirklich einen ganz, ganz tollen Showroom. Also kommt nach Saarbrücken, nee, nach Saarlouis. Nee, nach Saarlouis, ja. Nach Saarlouis. Ihr habt noch einen zweiten Servicebetrieb, der ist in Saarwellingen. Der ist in Saarwellingen, ist ja zu finden. Gut, super. Ja, vielen Dank, Michael Scheer. Ja, und da steht er, euer 229 respektiv 212 Euro Tarraco als Sondermodell Style. Danke fürs Einschalten.